Aber über den Balkon oder sowas komme ich nicht, ne? Nee, das ist eine Verbindungstür, ja. Und was wird hier gespielt? Die Wachen sind misstrauisch. Esma will sich eigentlich anscheinend nur amüsieren und trinkt wohl immer zu viel. Waren denn die Hinweise? Pendletons Notiz, das war das, was wir mit Sean erledigt haben. Der kann was zu hören kriegen. Optional, sammle im Gespräch mit anderen. Das können wir natürlich auch gleich noch machen. Finde heraus, welches Kostüm dein Ziel trägt. Was haben meine Notizen sagen? Hä? Wo sind denn die anderen Notizen? Missionshinweise. Ist das wirklich so? Also müsste unser Ziel also schwarz tragen. Oh, warte. Waverly hat ein schwarzes Schlafzimmer. Und sie hat geschrieben, sie möchte eigentlich nur noch weg aus Dunwall, weil sie das Gefühl hat, jemand trachtet ihr nach dem Leben. Ist es ihre Schwester? Weil wenn, wenn jetzt hier... Wie heißt sie nochmal? Ich vergesse das immer wieder. Keine Ahnung. Emser Hustenbonbon. Ich habe keine Ahnung. Wenn sie wirklich... Nee, Esma. Esma heißt sie, genau. Wenn Esma... Dann will sie den Tod ihrer Schwester? Das ist ja entzückend. Was für ein Miststück. Dann ist sie vielleicht doch nicht nett. Warte mal, ich mach mal eben da hinten. Ich möchte jetzt gerne rennen, aber ich glaube, das ist schlecht. Ich mach mal eben da hinten einmal die Tür zu. Wir wissen ja jetzt, dass da die Geheimtüren sind. Mir fehlt noch das dritte Zimmer. Ich würde gerne noch in Lydias Zimmer, aber anscheinend... komme ich hier nicht hin. Es sei denn über den Balkon vielleicht. Komme ich über den Balkon vielleicht in das Zimmer ihrer Schwester? Also ihrer dritten Schwester? So, da geht's raus. Und das hier ist die Balkontür, ne? Ich gehe eben einmal raus. Was soll's? Auf den Balkon zum Garten gehen. Das müsste der Balkon da oben sein, ne? Genau, wo die Wache gewesen ist. Die haben wir ja eigentlich hier in die Ecke gelegt, aber anscheinend ist sie weg. Pff. Okay, komme ich irgendwie aufs Dach? Nein. Komme ich irgendwie in eins der anderen Zimmer auf dieser Ebene? Nein. Tja. Dann weiß ich es jetzt aber auch nicht. Ich kann ja nicht alle vier Wachen da im Flur erledigen. Ich überlege gerade, muss ich wieder reingehen? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich muss ich nicht reingehen. Wir haben ein paar Informationen. Muss ich wieder reingehen? Ist ja egal, wir können ja wieder raus. Ich könnte natürlich jetzt die vier Wachen, die oben sind, zumindest hat er das gesagt, dass sie zu viert sind, die könnte ich natürlich jetzt erledigen. Und gucken, ob ich mehr Hinweise kriege. Die stehen sich aber zu nahe gerade hier, die beiden. Der guckt sich die Blumen an. Nee, keine Ahnung. Der macht schwarze Röllchen. Ist das ein Feuer oder was? Wahrscheinlich. Die Frage ist, da ist noch eine Tür. Und da ist auch noch irgendetwas. Der andere zurück. Oh, das ist echt nicht... da ist der Gang, über den ich gelaufen bin. Da liegt noch irgendwas. Doch patrouillieren. Was? Ach, die unterhalten sich, okay. Oh,
Ich übersehe irgendwas. Irgendwas übersehe ich. Ich übersehe irgendetwas, oder? Kommt mir das nur so vor? Könnte ich vielleicht doch noch irgendwo anders hin? Und was habe ich eben gerade hier oben gesehen? Da liegen noch Münzen. Da ist noch irgendetwas. Der guckt sich gerade ein Bild an. Verdammt, jetzt könnte ich die besser sehen. Da. Da. Drei. Ich sehe jetzt gerade nur drei. Warte mal. Oh, das ist gar nicht... Ach, hier. Ah. Der guckt sich die ganze Zeit das Bild an, ne? Und die anderen beiden gehen gerade weg. Oh, das wäre jetzt... Fortpflanzung der Flusskriecher. Das wollte ich schon immer mal sehen. Da ist der andere. Der ist jetzt gerade wieder auf dem Flur. Und das ist Nummer zwei. Es sind aber vier, ne? Heißt das, dass sie schwarz trägt? Ich sehe das Bild. Und sie hat schwarz. Das hatten wir, glaube ich, schon. Na, hatten wir, glaube ich, schon. Und das Bild möchte ich gern haben, weil ich glaube, das ist wieder so ein Gemälde, was ich... einsammeln kann. Warum patrouilliert denn hier keiner? Keine Ahnung, ich habe da keinen umgehauen, falls du das meinst. Ui, kann der mal leiser schnarchen? Das war verdammt knapp. Okay, jetzt sind es drei. Da hinten geht der andere. Was machst du? Der andere rennt jetzt einmal im Kreis. Was machst du? 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 Lalalala. Gehen jetzt alle wieder im Kreis. Niemand sollte hier drüben doch patrouillieren. Nein, nein. Das kommt dir nur so vor. Oh, shit. Da kommt jetzt gerade Anna zurück. Das geht nicht. Das heißt, die rennen aber immer im Kreis, ne? Der rennt jetzt dahin wieder. Ah, oh Mann, dass die Nachtsicht immer so schnell weg ist. Wo seid ihr anderen beiden? Hm? Wo seid ihr anderen beiden? Vera Morey und das Affix ihrer Haut. Das ist ja doch was anderes. Das hat gar nichts damit zu tun. Shit.
Das hat nichts damit zu tun. Da ist Nummer 3. Wo ist Nummer 4? Eider Walls nehme ich auch noch mit. Ich dachte, das heißt Eider Daus. Aber anscheinend nicht. Habe doch irgendwas, was ich mitnehmen sollte. Nee, aber die schlagen Alarm, wenn die anderen jetzt... Da ist Nummer 3. Der kommt jetzt gerade wieder zurück. Und der andere Typ, den sehe ich gerade nicht. Die kommen mal so spät ins Gesichtsfeld. Da ist der andere. Mal hin. Hier in die Ecke? Hier in die Ecke. So, wo ist Nummer 4? Nicht, dass der nämlich Alarm schlägt, wenn der die anderen alle findet. Hallo, Nummer 4. Na du, wie geht's dir? Ich hoffe, der sieht jetzt seinen Kumpel dich da liegen. Wo ist der jetzt genau hierher kommen? Achtung, alles klar. So. Okay, den haben wir. Das heißt, ich kann mich jetzt theoretisch hier frei bewegen. Ist hier noch ein Zimmer? Nee, ne? Ich pack den auch in das eine Zimmer, weil da ist keiner von den anderen reingegangen. Ich pack die alle da jetzt in das Zimmer rein. Ich dachte, das wäre jetzt ein Hinweis darauf, das Bild, aber das ist tatsächlich nur ein Bild, was Kohle bringt. Okay. Oh, da liegt was. Die Insel Cerkonos. Haben wir das schon gehabt? Das Juwel des Südens? Cerkonos, das Juwel des Südens, ist für sein warmes Wetter, seine würzigen Speisen und seine endlosen Strände bekannt. Während die meisten Besucher der anderen Inseln die Stadt Kulero besuchen, ist Kranaka am Südrand der Zivilisation der Elite des Kaiserreichs vorbehalten. Es heißt, dass ein Monat Ruhe und Erholung unter der Sonne an den Stränden von Cerkonos oder in einer der ländlichen Städte die meisten Krankheiten heilen kann. Reisende bringen Rezepte und Mode aus dem Süden mit nach Hause. Die Tänze, die alle Cerkonier in ihrer Jugend lernen, sind in Gristle wegen ihrer Sinnlichkeit beliebt und werden von den Edelleuten in der Hauptstadt Dunwalls nachgemacht. Die einzige Problemzone von Cerkonos ist eine kleine Inselgruppe im Osten der Hauptinsel. Seit Generationen verstecken sich Piraten in diesem Archipel und überfallen ehrbare Händler, die zwischen den Inseln verkehren oder greifen in jüngerer Geschichte Walfänger an, die mit großen Ölvorräten beladen sind. Hatten wir das nicht schon mal? Okay. Aber sonst nichts, ne? Dann hole ich den anderen mal eben aus der Ecke noch raus hier. Ist natürlich doof, dass die Schwerter überall rumliegen, ne? Aber ich kann es jetzt nicht ändern. So. Die habe ich schon mal. Was ist da drüben? Okay, ich muss schleichen. Und ich sollte vorher noch mal abspeichern. Da ist die Treppe mit der Wand. Was haben wir hier? Oh, das könnte... Es ist Zimmer Nummer 3 anscheinend. Es ist aber lila, okay. Und es ist sehr schlampig, wenn ich das mal so sagen darf. Kann die nicht aufräumen? Schlüssel zum Tresor im Keller. Ja, danke. Dann haben wir hier noch eine Notiz und das Tagebuch von Lydia. Also haben wir Lydias Zimmer gefunden. Ich freue mich auf die Feier heute Abend, auch wenn dort so viele langweilige Männer über ihre missglückten Geschäfte reden werden. Was würde ich nicht dafür geben, in dieser schrecklichen Stadt einen feinen jungen Musiker zu treffen? Jemanden, der beispielsweise das Cembalo schätzt und mir ein Lied dafür komponieren könnte? Lydia. Doch sehr unterschiedlich. Notiz.
Lydia, Liebes, hier sind die drei Kleider für Ihre Feier. Es schmerzt mich, nicht kommen zu können, aber Sie verstehen sicher, warum dem so ist. Ich weiß, Sie werden in Rot hinreißend aussehen. Ich habe einen Generalschlüssel für den Dunwall Tower beigelegt. Wenn Sie mich besuchen kommen, soll uns kein Hindernis aufhalten. H.B. Okay, wie heißt nochmal der Typ? Der Meisterspion, der zum Lordregenten geworden ist, kommt das hin? Notiz. Lydia Rot, das ist tatsächlich ein Beweis dafür, ne? Sie wird in Rot hinreißend aussehen. Waverly trägt also heute Weiß, das heißt Esma trägt Schwarz. Lydia liebt Musiker und Musik, vielleicht kann diese Tatsache gegen sie verwendet werden. Da unten steht ein Klavier, aber wir haben da nicht gerade musikalisch drauf gespielt. Sprich mit der Zielperson? Mit Esma? Ist Lydia die Geliebte von dem Lordregenten? Nicht Esma, die dafür gehalten wird? Und Waverly auch nicht? Sehe ich das richtig? Okay, das ist interessant. Der Hals, da ist. Die Symmetrieachse des Meisterspions. Sie hat auch ein Bild von ihm in ihrem Schlafzimmer. Gruseliger Mann. Oh, und ein bisschen mehr Kohle als ihre Schwestern. Alles klar. Was ist hier? Das ist die Tür zum Flur wieder, ne? Ist das ein Nebenraum? Finden wir es raus. Oh, nochmal, okay. Generalschlüssel des Dunwall Towers? Hoho, Taschen oder Bolz? Wir haben den Generalschlüssel. Das ist ja großartig. Na, wer lädt denn da seinen Feind ein? Und so wie es aussieht, ist Lydia diejenige, welche die hier nicht nett ist. Was ist das da hinten für eine Tür? Finden wir es raus? Da liegt noch irgendwas. Es ist ein Klo. Ja, es ist ein Klo. Zigarettenkästchen der Bolz. Nein, nehmen wir doch mit. Für 150. Nee. Okay, ich würde sagen, wir gehen über Esmas Balkon zurück und dann einfach wieder ins Haus rein. Das ist das Einfachste, ohne entdeckt zu werden. Ich hoffe mal, dass das hier keinem auffällt, dass die Waren fehlen, beziehungsweise die Schwerter hier rumliegen und keiner da in den Raum reinguckt und dann Alarm geschlagen wird. Ja, ich würde sagen, wir gehen einfach über den Balkon raus. Da, die haben auch alle, ich weiß nicht, wer das ist, aber sie, die hier, die Lydia ist die Einzige, die ein Bild von dem Meisterspion in ihrem Schlafzimmer hängen hat. Alles klar. Okay, ich muss jetzt mal eben hier runter. Komme ich hier ohne gesehen zu werden? Die stehen immer noch da. Also... Die sehen mich doch. Oder? Sehen die mich? Ich speichere mal vorsichtshalber ab. Halt. Nein, nicht die Nachtsicht. Okay, wegpacken. Hui, guck mal, da sind wir wieder. Wir haben einen Spaziergang im Garten gemacht. La 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 la. Warum geht der nicht rein? Hi. Gut, dann gehen wir wieder rein. Wir könnten uns noch ein bisschen, beziehungsweise das machen wir definitiv, wir unterhalten uns noch ein bisschen mit den Gästen, Lydia. Na? Mit der sollen wir uns auch unterhalten. Na? Ach, hier ist der Zutritt nicht mehr verboten. Ich habe gerade einen Schreck gekriegt. Was ist das hier?
Ach so, das gehört auch noch mit dazu. Sind hier noch mehr Gäste? Das sieht aber sehr schwofig hier aus. Ich weiß, warum ihr heute hier seid. Wir müssen reden. Privat. Lord Brisby. Optional. Rede mit Lord Brisby. Wir machen das. Klar, er weiß, warum wir hier sind. Er weiß, was wir hier wollen. Dann erzähl mal. Ich bin ein Freund von Pendleton und habe für eure Sache schon einiges getan. Ich kenne ihr heutiges Ziel. Mhm. Es ist, wie soll ich sagen, die Frau, die ich liebe. Sollten Sie sie unversehrt zu mir bringen, werden Sie nie wieder von ihr hören. Das schwöre ich. Unter der Küche befindet sich ein Keller. Dort warte ich auf Sie. Ich bin nicht stolz darauf, aber es ist besser, als Sie tot zu sehen. Der garantiert. Ihr Name ist Lydia. Ich werde ihr nichts antun, Ehrenwort. Ich habe meine Prinzipien. Bringt sie einfach zum Keller und ich werde auf sie aufpassen. Für immer. Das ist merkwürdig und auch nicht gerade ein tolles Schicksal. Aber umbringen wollte ich Lydia von, also die Geliebte jetzt von vornherein nicht. Und das ist, Outsider, wir sollten wieder ein Gartenfest veranstalten. Und das ist genau das, apropos Outsider, das ist genau das, was der Outsider gesagt hat. Sie wird entweder heute sterben oder trotzdem nie wieder das Leben führen, was sie immer geführt hat. Wie kriege ich sie denn runter? Sie sollten das als eine Gelegenheit sehen. Wozu? Ein Händler zu werden? Der Stadtwache beizutreten? Ihr Haus hat in Krisen ein Vermögen erwirtschaftet. Das können Sie wiederholen. Eigentum ist heute wichtig. Samuel, na, ein Sextanter Bolz. Na los, greifen Sie zu. Das macht jeder. Ja, ich weiß. Hat mir dafür eine weitere Tasche eingenäht. Was? Im Ernst? Sie kommen eher, um schon gleich die Gastgeber zu beklagen? Ich glaube, wir müssen nur mit ihr reden. Kann das sein, dass sie dann mit uns hochgeht? War das Lydia, die das geschrieben hatte? Bring dem Dummkopf bei, mich beim Kartenspiel zu schlagen. Nee, war es nicht. Es war, Dings wollte das nach oben gehen mit uns, ne? Sie wollte mit dem ersten Mann schlafen, der sie heute anspricht. Gut, dann rede ich... Guten Abend, Sir. Guten Abend. Dann rede ich mal mit ihr. Lydia. Ja. Na? Ich glaube, ich weiß, wer sie sind. Ja, aber sollte ich ihr einen Drink holen? Was macht sie denn dann? Einen Drink, sonst noch etwas? Ja, ein Musikzimmer. Ohne Aufsicht? Nur wenn sie versprechen, sich zu benehmen. Wir gehen ins Musikzimmer. Dort steht ein vorzügliches Cembalo. Können Sie spielen? Oh ja, ich kann hervorragend spielen. Die Lage hat sich so sehr verbessert, seit die Ratten hier sind. Nicht, dass ich das moralisch vertreten würde. Mhm. Okay, sind wir denn auch wirklich alleine im Musikzimmer? Wie kriege ich sie aus dem Musikzimmer wieder raus? Ah, da ist die Tür jetzt zu. Wer mag Ratten? Niemand. Wer mag Ratten? Lampen? Jeder. Aha, und damit habt ihr euer Geld verdient. Da sind wir doch nicht ungestört. Wir sind hier nicht... Kann ich keine Tür schließen? Was sollen wir jetzt nur anstellen? Ja. Ich muss nicht was spielen. Ich kann nichts tun. Ich muss tatsächlich... Antwort? Unter der Maske steckt wirklich ein komischer Kopf. Ich versuch's mal. Sollen wir uns heute Abend mit Zigarren treffen? Daran habe ich nie gezweifelt. Ich bin voll der Virtuose. Nun, das war weniger spannend als erhofft. Vielleicht lasse ich sie jetzt besser allein. Och nö, muss die jetzt hier reinkommen? Du blöde Kuh. Shit, das war das Beste, was ich rausgeschlagen habe, ne? Feiern, ich liebe sie einfach. Ah, blödes Stück. Warum kann man im Musikzimmer denn... Okay, ich rede nochmal mit ihr. Ich bekomme Hunger. Stopp! Das Mädchen sollte uns etwas zu essen bringen. Ich sagte Ihnen doch, hier darf keiner durch. Ja, ja. Ich bin mit Lady Boyle hier. Verzieh dich und zwar schnell. Mache ich, guck mal. Ich bin schon gleich weg. Darauf konnte ich jetzt nicht warten. Ich hoffe, kam jetzt keiner hinterher. Es ist ein scheiß Schicksal und ich hasse das. Das ist wie Menschenhandel hier, was ich hier gerade veranstalte. Hört auf, an mir rumzuknabbern, ihr kleinen Schweine. Wie schnarcht, Entschuldigung. Ja, da guckt ihr. Kommt nicht über die Fässer, ne? Ja, da guckt ihr. Ja.
Das ist Menschenhandel. Aber es ist besser, als sie zu töten. Ich will sie nicht töten. Also von daher. Ihr habt sie gefunden? Schnell, an Bord mit das ihr. Das ist pervers. Ganz ehrlich. Endlich. Oh, meine Geliebte. Eines Tages wirst du verstehen. Oh ja. Sie wissen gar nicht, wie froh sie mich gemacht haben. Eines Tages wird sie lernen, mich zu lieben. Dafür hat sie ja ihr ganzes Leben lang Zeit. Oh Gott. Oh, was habe ich getan? Menschenhandel. Aber es ist besser, als tot zu sein. Oder? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, was er für einer ist. Neutralisiere Lydia Boyle, rotes Kleid. Nicht tödlich. Schlage Lydia Boyle bewusstlos und bringe sie lebend in den Keller. Ziel neutralisiert, Lady Boyle. Und wir können jetzt... Wir haben den Schlüssel.